Orchardsleben ist natürlich nicht ganz einfach, wenig Auslaufzonen, das heißt Tracklimit, da gibt es nur ein, zwei Punkte. Im freien Training muss man dann schauen, dass man im Auto zurechtkommt, dass man mit der Strecke eins wird, um einfach Erfahrung zu sammeln auf der Strecke und ein paar Daten fürs Qualifying herauszufahren. Die ganzen Teams haben die Flügel eigentlich recht gleich, plus minus eine Position vielleicht, aber so daran arbeitet man eigentlich am Anfang. Also ich sage immer so, wenn es sich schnell anfühlt, ist man hier auch schnell. Das ist auf manchen Strecken nicht der Fall, aber hier ist es definitiv so. Wenn du merkst, du bist schnell, dann stimmt die Rundenzeit meistens auch.